Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the... Hey Svenny, das ist nicht der Plan, irgendwelche scheiß Spinos zu füttern. Was willst du machen? So dermaßen oft mit deinen Gigas in deren Maul reinspringen, bis sie an dir ersticken oder ja. Was? Ich kann nicht mehr. Deine Spino platzt schon auf oder der andere erstickt noch so. Platz, an... Oh, also, in den Schwanz gebissen. Ach, da bist du. Hä? Anders ausgegangen. Ja, die Lust wollen mich frei. Hypototisch. Im Schleichen bist du schneller als ich. Wirklich. Ja, hier war gerade was Großes. Das ist weggerannt. Oh nee. Bitte los! Die spielen mit irgendwas Großem zusammen. Lauf, Giga! Komm zu mir. Das ist der Plan. Also ich habe nicht genau gesehen, was es war. Es hat nur gestampft. Schleichmodus. Und die Dillos sind noch öder. Einen habe ich. Hier ist vorne irgendwo in den Bäumen. Oh, da hier bei mir war auf jeden Fall noch ein Dillo. Ich weiß, dass ich diese Situation hier nicht überleben werde. Wo du jetzt schon bereits merkwürdig lang überlebst. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Stark. Kopfschmerzen sind vorbei. Da kann ich auch ein bisschen wieder streamen. Tja, mit 1 Giga kommen sie zurecht, aber nicht mit 3. Und ich ja immer noch ein Baby bin, ne? Das ist ja egal, selbst wenn sie dich als Ziel anvisieren. Da müssen sie ja immer noch an uns vorbei, also das ist das Dümmste, was sie tun könnten.
hasse Fight gegen Dillos, ey. Ja, nicht schleichen, sind sogar noch schneller und umdrehen. Da sollen die ruhig kommen. Sehr gut. Okay, Schmetto, fress was? Ja, dafür müsste ich wissen, wo die Leichen sind. Die liegen direkt unter dir. Ah, geil. Lecker. Dillos schmecken. Aber wollt nicht erstmal ihr fressen? Ich kann auch von Kadaver fressen. Ihr das nicht. Ist egal. Na gut, ich bin satt. Nur leider ist es so, dass es hier halt absolut nichts bringt, die zu töten, weil die sofort wieder gekauft werden. Ja, und dann töten wir sie noch mehr, dann spielen wir eben Dibble und dann bringen wir sie noch mehr um. Die Dibble-Army. Achtung, hinter dir! Kommt einer! Ist tot! Tot! Was war das denn, Alter? Die laufen doch jetzt gerade einfach nur in ihren Tod, oder? Auf welchem Server bist du denn gerade? Wir sind auf Azura 2. So, will noch ein Dillo? Ja, da ist noch einer. Irgendwo. Auf dieser Insel sind ja, da ist er. Dillos. Wie viel kostet ein Adult Track? Hey Tyrol, vielen 80, Dank für dein Follow. 80.000. 80.000, ja. Wie glaube ich jeder Adult bis auf. So, weiter in die Richtung, nach Norden. Ja, lauf du vor, ich guck das noch. Nö, ja. Denk dran, normal laufen bist du schneller im Umdrehen. Ja, wird bloß ein bisschen wegen Ambush. Was war denn das gerade? Mann, mir fehlen 10.000. Also, wenn wir safe sind, kann ich dir was geben. Hinter dir. Oh, Dillo, hinter mir. Versucht mich zu beißen. Hat aber verfehlt. Hat er irgendwen getroffen? Nö, mich nicht. Sino? Nee, alles gut. Macht die ganze Sache halt viel schwieriger, weil ich halt nichts machen kann als Baby. Naja, schlimmstenfalls wollen sie dich anvisieren, ne? Ja, aber im schlimmsten Fall crow ich ihn dann gleich einfach auf Pull. was soll's. Wo seid ihr denn? Wir sind... Bist du stark, Sino? Ach Quatsch, alles gut. Hätte mich vielleicht nur einmal gebissen, wenn überhaupt. Dann geh in Z-Walk, dann blutest du wesentlich weniger.
einer gerade vorbeilaufen, ja. Nicht gesehen. Ja, es sind noch mindestens drei um uns rum. Und das sind solche Kackratzen, ey. Naja. Aua, jetzt haben sie mich erwischt. Und ich hab ihn. Jetzt muss ich mich hinsetzen. Ja, du setz dich hin. Also sie haben deutlich mehr verloren, als also selbst wenn du jetzt sterben solltest. Ich bin jetzt der Köder. Jetzt hat's mit der Farbe überhaupt nichts mehr zu tun. Auf jeden Fall ist einer auf meiner Seite, den habe ich gerade laufen hören. Ich habe 13,5 Glied pro Sekunde. Ja, das und bin im vierten Bildschirm. Ja, als Juvi überlebst du gerade mal einen Biss und der Bleed killt dich in der Regel, wenn du dich nicht direkt findest. Das ist halt so. Ja. Dillos sind dann einfach Kacke. Dillos sind halt Juvi-Killer. Ja, ja. Der richtige Juvi-Killer. Vor allem bist du als Juvi den Bleed geheilt hast. Ja, leider. Was ja nicht schlimm ist, in der Nacht kommen wir eh nicht wirklich weit weg, wenn da ja. Dillus um uns rum chillen. Das ist einfach nur schlimm, wie hartnäckig diese Scheißviecher sind. Ich meine, wie viel haben wir jetzt gekillt? 6 Stück. Ja, jetzt haben sie ihn. Naja. Mal sehen. Ach, so ein Scheiß. Und tot. Na, ja, haben dich gerecht immerhin. Yay! I'm back. Back again. Kann mich jemand einladen? Nee, ja, gleich. Eingeladen. Ich müsste gleich mal wissen, wie der Leon im Super-Discord heißt. Normalerweise BD Leon. Ach, ist es der BD-Leon? Oder ist es... also, Leo... Nee, ist nicht hier. Noch nicht drauf, ach, alles klar. Nee, ich brauche nur den Namen auf dem Discord halt, damit ich ihm die Punkte geben kann, damit ah. Ich den tracken kann. Die 10.000, die kann ich nicht vergeben. Bei den Dillus ist doch die 1er-Taste ihr Lieblingsknopf, oder? Ja, jetzt hab ich auch das Gefühl. Ja, man kann's doch echt übertreiben, ey. Wie viele haben wir jetzt getötet? Um die 6 oder 8? 8 mindestens. Also ich hab 4. Ich hatte 2. Dann sind's doch eher 6. Naja. Gefühlt waren's 8. Ja, aber selbst 6 Dillus ist okay. Meine ja. Kosten kosten 40.000. Reden Sie mit ihm! Jimmy!
richtig. Ja, ich weiß, nachts ist es ein bisschen langweilig, aber dieser Verteidigungsring rettet Leben. Damals im großen Vietcong Dillo. Da hat uns diese Stellung den Arsch gerettet. Obwohl wir, wenn wir schon diesen Flashback haben, dann sollten wir aber, glaube ich, eher die Vietcong sein und nicht die Amis, weil die Amis haben ja im Grunde verloren. Ja, wir haben auch verloren. Wir haben Menschlichkeit verloren. Oder Giga-Haftigkeit. Ja. Ja, das sind Bilder, die werden uns den Rest unseres Lebens verfolgen, wie wir von Bergen von toten Dillos umgezingelt sind. Und sie immer weiter in unser Maul reinrennen. Ohne Gnade. Diese Albträume. Ja. Noch in der Klinik hier deswegen, ne? Viel Blut. Ja, Schmetto wacht nachts schweißgebadet auf, weil er glaubt, dass er von den Viechern total zerrissen wurde. Das ist jetzt eigentlich die Szene, wo wir davon reden müssen, was uns zu Hause erwartet. Irgendein scheiß Köter, irgendeine Ex-Freundin, die uns mitten im Krieg verlassen hat. Und punktgenau fängt es an zu regnen. Ich krieg dies. Oh, ja, ich packe mein Portemonnaie auf mit einem kleinen vergibten Bildchen. Das ist meine Alte, die mich zu Hause erwartet. Und dann ist es so ein Bild von einem Golden Retriever oder so. Oh Gott. Das ist Betsy. Betsy ist einfach nur die Beste. Sie ist die Einzige, die mir immer treu war. Ja, und irgendwer von uns kriegt jetzt ein Tattoo. Mit einem Pin-Up Girl. Das ist so, dann so ein Pin-Up-Maya, der dann auf unsere Seite tätowiert ist. Das ist mein Kopf. Da ist ein Unterricht. Yeah.